In diesem Video geht es um Vertragsmodelle und Beauftragungsarten. Das ist in der Softwaretechnik erstaunlich wichtig. Das wird in Software Engineering Büchern aber sehr selten erwähnt. Und man muss eigentlich die Verbindung hinkriegen zwischen dem, was juristisch gefordert wird. Ein Werkvertrag oder Dienstvertrag sind da häufige Modelle. Und dem, wie man das Projekt softwaretechnisch abwickelt. Also kann ich überhaupt Scrum in voller Schönheit machen oder bindet mich nicht den Werkvertrag an gewisse Themen, die ich dann einhalten muss. Und deswegen würde ich jetzt gerne in diesem Video das Thema Verträge und Preismodelle nochmal betrachten. Es gibt zu beidem natürlich interessante Literatur. Vielleicht gleich vorab ein Literaturtipp. Es gibt ein schönes Buch von zwei Experten, der eine ist Jurist, der andere ist Geschäftsführer von der IT Agile und also die müssen sich wirklich auskennen damit. Also einiges von dem, was ich hier in dem Video auch erzähle, habe ich aus dem Buch entnommen. Nennt sich Agile Verträge, ist bei D. erschienen, sehr gut und knapp und prägnant beschrieben. Ich weiche natürlich an ein paar Stellen davon ab, aber wie gesagt, wenn man es nachlesen will und der wirklich einen Juristen hören will und kein Softwaretechniker, dann sei das Buch hier wärmstens empfohlen. Also, jetzt muss man vielleicht sich erstmal klar machen, was ist ein Werkvertrag, was ist ein Dienstvertrag. Also, erstens Werkvertrag. Der wird häufig zum Festpreis abgewickelt, wobei man kann auch ein anderes Preismodell wählen. Aber häufig ist so Festpreis unterstellt in gewisser Weise Werkvertrag und andersrum, obwohl es nicht zwingend so ist. Kommt aber gleich noch. Also, bei einem Werkvertrag schuldet der Auftragnehmer dem Auftraggeber ein festes Ergebnis. Also und das steht im Vertrag drin. Also das heißt, sie definiert im Vertrag, was genau geliefert werden soll und wann es geliefert werden soll. Häufig auch, wie teuer das ist oder wie man das anders vergüten soll. Das heißt, also der Werkvertrag definiert eine Leistung und dafür ein Vergütungsmodell. Das ist letzten Endes die Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer sind ja damit geregelt. Man könnte sagen, der Auftragnehmer trägt da das Risiko davon, weil er natürlich zusagt, den Anforderungsumfang zu einem definierten Preis oder zu gewissen Konditionen liefern zu können. Und wenn er das nicht kann, weil gewisse Risiken eintreten oder irgendwas passiert, dann haftet natürlich der Auftragnehmer damit. Das heißt, wenn das Projekt jetzt doppelt so teuer wird, er hat aber einen Festpreis versprochen, dann muss er das trotzdem zu dem Originalpreis liefern. Also das heißt, der Auftragnehmer trägt dann gewisserweise das Risiko. Zweiter wichtiger Punkt ist, die Anforderungen, die also Vertragsgrundlage sind, das muss irgendwie den Gegenstand der Lieferung beschreiben, das steht im Vertrag drin. Und es gibt da zwei Begriffe, da sind wir wieder in der Softwaretechnik, nämlich Lastenheft und Pflichtenheft. In der Originalbedeutung ist das im Grunde eine sind das beide Dokumente an der Schnittstelle zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Das heißt, das Lastenheft wird vom Auftraggeber erstellt. Das heißt, da schreibt er rein, was er gerne hätte. Und das Ding ist zum Beispiel die Grundlage für eine Ausschreibung. Das heißt, dann hängt man das Lastenheft dran, sagt, wir würden uns eine Software wünschen, die Folgendes kann, oder eine Dienstleistung wünschen, die Folgendes tut, oder ein Haus wünschen, was folgende Eigenschaften hat. Und dann kann man verschiedene Lieferanten fragen und die schreiben einem dann entsprechende Angebote. Häufig, nicht zwingend, wird dann auf der Auftragnehmerseite nochmal ein Pflichtenheft geschrieben, wo man dann genau definiert, was genau zu machen ist aus der Perspektive des Auftragnehmers. Oder vielleicht ist es so der Leistungsvorschlag des Auftragnehmers, das dann Bezug nimmt auf das Lastenheft des Auftraggebers. Beides und der gesamte Ablauf sind im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Das Nette ist, es steht eigentlich alles wörtlich drin, an was man sich zu halten hat. Könnt ihr nachlesen, der Text ist äußerst verständlich. Natürlich gibt es gewisse Details, wo man dann Juristen braucht. Ich zeige das mal ganz kurz. Der Text, auf den ich hier beziehe, ist das bürgerliche Gesetzbuch, wie gesagt, und der ist im Volltext im Internet enthalten. Das sieht man hier ja, Bundesministerium der Justiz, Gesetze im Internet ist die URL und jeder Paragraph des bürgerlichen Gesetzbuches ist da abgedruckt und mit dem Werkvertrag geht es ab Paragraph 631 los und da steht zum Beispiel drin, durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Und die weiteren Paragraphen regeln dann Details, zum Beispiel wie das Abnahmeverfahren zu regeln ist, was mit dem Thema Gewährleistung zu machen ist. Denn bei der Gewährleistung, wenn ihr einen Werkvertrag macht, seid ihr noch
bis zu 2 Jahre nach Lieferung für die Behebung von durch euch verursachten Mängel verantwortlich. Also Mangel kann sein, dass auch ein Fehler in der Software ist, kann aber auch ein juristischer Mängel sein, das darf man nicht vergessen. Also wenn ihr zum Beispiel gegen Lizenzauflagen von der Open-Source-Bibliothek verstoßen habt, ist das ein Rechtsmängel, den ihr auch auf eigene Kosten beheben muss. Also Gewährleistungspflicht ist, wie gesagt, ein Wesen des Werkvertrags, also auch ein Teil des Risikos, was man als Auftragnehmer zu tragen hat. So, dem entgegen steht der Dienstvertrag. Auch der ist im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, da verweise ich jetzt nicht mehr einzeln drauf. Das läuft jetzt da ein bisschen anders. Das ist häufig ein Vertragsmodell, was nach Aufwand abgerechnet wird, wobei man da auch einen Festpreis machen kann. Das ist durchaus auch möglich. Wie gesagt, das kommt später als Thema. Beim Dienstvertrag seid ihr als Auftragnehmer in einer Situation. Also im Prinzip vermietet ihr euer Personal an den Auftraggeber und der Auftraggeber kann damit zum Beispiel ein Scrum-Team aufmachen. Das heißt, der Auftraggeber stellt den BO, mietet sich entsprechendes Personal, was ihm das Zeugs bauen kann und ihr als Auftragnehmer seid jetzt nicht mehr verpflichtet, ein Gewerk zu liefern, sondern ihr liefert nur noch das entsprechende Personal. Und der Auftraggeber bestellt bei euch so und so viele Leute mit so und so viel Stunden und entsprechenden Personalprofilen. Das ist im Einzelfall, also wenn ihr bei einer Firma seid, die das macht, also ich hatte das ein paar Mal in meiner Berufstätigkeit, man kommt sich da teilweise vor wie auf dem Viehmarkt, wo dann der Auftraggeber so eine Art Schönheitswettbewerb macht, wie bei Deutschland sucht den Superstar und sich dann aus einer Menge angebotenen Personals die Mitarbeiter raussucht, die er gerne hätte. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Mischung aus norddeutscher Viehmarkt und Deutschland sucht ihr Superstar. Aber dafür habt ihr natürlich, wenn ihr da mal arbeitet, ein deutlich geringeres Risiko, weil der Auftraggeber nämlich das Risiko trägt. Wenn es also länger dauert oder die Qualität nicht stimmt, ist der Auftraggeber ja verpflichtet, das Projekt zu steuern. Und also der Auftragnehmer muss letztendlich nur das Personal in der geeigneten Qualität bereitstellen. Das war's. Wie gesagt, also im Vertrag, wie schon gesagt, wird dann im Grunde nur noch geregelt, wie viele Leute, was können die, in welcher Zeit stehen die zur Verfügung und eher so Meldepflichten und sowas wird dann im Vertrag geregelt. Und wie gesagt, steht im BGB drin. Es gibt weitere Vertragsmodelle, die noch interessant sind. Auf die schneide ich jetzt hier nur an. Wen die Details interessieren, der kann das bei Herrn Roock und dem Herrn Pieper nachlesen oder auch im bürgerlichen Gesetzbuch umschmökern. Wie gesagt, da gibt es genug Literatur. Also es gibt noch einen Kaufvertrag, da, wie früher, da ist man zum Teil zum Mediamarkt gegangen und hat sich ein Microsoft Word gekauft, ist dann mit der CD nach Hause, hat das installiert und besaß dann eine Microsoft Word Lizenz. Also so ein, da habe ich also einen Kaufvertrag abgeschlossen. Oder wenn ich mir ein Auto kaufe, habe ich einen Kaufvertrag und kann dann das Auto besitzen, ich kann es weiterverkaufen, dann kann eigentlich der Originalverkäufer nichts mehr gegen machen, weil es dann mein Eigentum ist. Es gibt einen Mietvertrag, das ist so klassisch, jetzt modern, so Software-as-a-Service-Modelle beispielsweise. Ich habe eine Software, die betreibe ich selber und vermiete die an andere. Beispiele sind SAP, was in der Cloud gehostet wird und mir bereitgestellt wird, die ganzen Google-Dienste als Beispiel oder AWS-Dienste. Das wären so klassische Modelle, wo ich mir eigentlich eine Software miete und die wird mir sozusagen als Dienstleistung erbracht. Und ein weiteres Modell wäre noch ein Schenkungsvertrag. Oder das letzte Beispiel wäre ein Schenkungsvertrag. Und man könnte da Freeware zum Beispiel darunter oder Open Source Software dazu zählen, wobei das juristisch ein bisschen hakeliger ist. Das, wie gesagt, das traue ich mir jetzt nicht zu, das darzustellen. Und es geht auch ein bisschen auch am Ziel von diesem Video vorbei. So, jetzt haben wir mal das Thema Verträge. Ne? Also das ist bürgerliches Gesetzbuch. Wie gesagt, und damit kann man auch Häuser bauen oder ein Eingangstor schmieden lassen. Jetzt kann ich auf verschiedene Arten Projekte abwickeln. So ganz grob kann man plangetrieben und agil unterscheiden. Was sind da die Unterschiede? Plangetrieben, das ist so das klassische Vorgehen und das setzt voraus, dass ich eigentlich die meisten, die relevanten, die Kernanforderungen am Anfang kenne, sonst bin ich nicht in der Lage, diesen Plan zu machen. Und mache dann auf der Anforderung, der Basis dieser Anforderungen auch eine Architektur, schaue mir die Risiken an und versuche das Projekt so weit zu verstehen, dass ich im Grunde komplett schätzen kann und einen zumindest groben Plan bis zum Projektende machen kann. Wenn ich da was ändern will, dann gibt es ein Change-Request-Verfahren. Das ist auch so etwas Ähnliches, was auch beim Werkvertrag geregelt ist. Change Request heißt, ich habe Anforderungen am Anfang erhoben. Wenn sich die ändern, muss ich die Änderung der Anforderung beantragen. Das ist sozusagen ein neues Arbeitspaket, was dann entsteht durch diesen Change Request. Vielleicht sogar ein neues Teilprojekt, was ich eigens beauftragen muss.
Also deswegen ist das im Werkvertrag auch entsprechend geregelt. Im Dienstvertrag ist euch das wurscht. Und die Anforderungen sind letzten Endes die Grundlage für die Planung, für eine Kostenschätzung und auch für die Beauftragung des Projektes, zum Beispiel als Werkvertrag zum Festpreis. So, dem entgegen oder als Alternative gibt es das agile Vorgehen. Die Idee ist ja, sagte Herr Beck ja schon schon Anfang der 2000er Jahre, Embrace Change. Das heißt, die Autoren auch des Agilen Manifests wollten ja, dass man quasi veränderte Kundenbedürfnisse oder das Lernen im Projekt widerspiegeln kann, auch darin, dass man die Anforderungen leichter ändern kann als über Change Requests. Und also dieses kontinuierliche Anpassen der Anforderungen ist so eines der Kernversprechen eigentlich der agilen Methoden, dass ich da so flexibler reagieren kann. Deswegen können sich Anforderungen also jederzeit ändern. Und die Änderungen, und wenn sich Anforderungen ändern können, dann kann ich natürlich jetzt nicht mehr für das gesamte Projekt planen, weil ich vielleicht gar nicht die Anforderungen kenne, sondern ich kann nur für einen sehr, sehr knappen, vorausschaubaren Horizont planen. Das wäre in Scrum so der nächste Sprint im Detail und die nächsten paar Sprints vielleicht so als Vorausschau. Also ich mache das ja nicht ganz blind, dass ich sage, ich gucke nur den nächsten Sprint an und danach die Sintflut, sondern ich gucke dann auch vorausschauend und habe auch schon einen Überblick über andere Requirements. Aber das Modell ist flexibel genug, dass ich im nächsten, übernächsten Sprint andere Requirements einplanen kann. Jetzt kann man mal überlegen, was passt zu welchem Vertragsmodell, das Plangetriebene oder das Agile. Und da gibt es ein paar Sachen, die gut passen und eine Sache, wo man einfach basteln muss. Plangetrieben und Werkvertrag, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, das ist so die klassische Kombination, schon eigentlich seit immer, also seit den 60ern oder seitdem es halt das Modell der Werkverträge im bürgerlichen Gesetzbuch gibt. Und das passt wunderbar. Ich habe bei plangetriebenen Modellen am Anfang alle Requirements, kann die schätzen, kann die in ein Pflichtenheft oder Lastenheft rein, also kann eine Vertragsgrundlage machen und kann das dann wunderbar beauftragen. Und wenn sich nichts ändert, bin ich auch in der Lage, mit ein bisschen Erfahrung vielleicht die Kosten einigermaßen sinnvoll vorherzusagen. Wenn ich plangetrieben arbeite und einen Dienstvertrag mache, dann vermiete ich mein Personal. Das ist im Grunde klassisches Body Leasing. Das heißt, der Auftraggeber ist verantwortlich für die Projektabwicklung. Der stellt letzten Endes die Projektleiterin oder den Projektleiter und der guckt, dass das Projekt sauber zu Ende gebracht wird und verantwortet aber auch, wenn es schief geht. Ne? Also während ihr im Werkvertrag ist der Auftragnehmer ja verantwortlich. Also man sieht hier sehr schön diese Risikoverteilung. Agil klappt am besten, glaube ich, als Beauftragungsmodell, wenn man einen Dienstvertrag macht, weil dann kann sich der Auftraggeber, der stellt dann den Product Owner, der trägt die wirtschaftliche Verantwortung für das Projekt. Das heißt, der darf auch oder muss auch steuern und ihr stellt vielleicht den Scrum Master, der so ein bisschen auf den Prozess guckt und ihr stellt das Entwicklungsteam und bezahlt tut euch der Auftraggeber einfach nach Dienstvertrag. Also einfach, also ihr mietet euch als Personal und zahlt euch mehr oder weniger pro Stunde. Auch da ist man in der Lage, mit dem Festpreis zu arbeiten. Das kommt aber gleich nochmal auf einer weiteren Folie. Und was ein bisschen ein Problem ist, ist ein Werkvertrag. Ich habe aber agiles Vorgehen. Und da liegt der Grund darin, da ich bei einem agilen Projekt am Anfang noch nicht alle Requirements habe, kann ich nicht einen Vertrag machen, der schon die vollständige Leistung beschreibt, weil ich weiß ja noch gar nicht alles und noch nicht jedes Detail, was kommen kann. Ich kann eine grobe Skizze machen. Auf der groben Skizze kann ich natürlich vielleicht auch eine Aufwandskalkulation machen, bin vielleicht auch in der Lage, sowas wie einen Festpreis anzubieten. Aber eigentlich dieses am Anfang alle Requirements haben, damit ich einen Vertrag haben kann, wie im Werkvertrag, und das Agile, dass ich eigentlich im Laufe der Zeit viele Requirements ändern will, das beißt sich so ein bisschen. Deswegen haben sich viele Autoren, zum Beispiel Boris Gloger oder auch Pieper und Roark, halt überlegt, wie kriege ich jetzt dieses Werkvertragsmodell zusammen mit agilem Vorgehen. Und da gibt es also ein bisschen Literatur dazu zum Thema agiler Festpreis. Also da muss man sich selber eine Bast oder eine Lösung zusammenbauen, die beide Eigenschaften enthält und irgendwie einen Kompromiss macht. Also jetzt ist eine Sonderkonstruktion. Das muss einem klar sein, weil sich das eigentlich beißt. So, jetzt haben wir noch ein Thema. Das heißt, es war ja schon mehrfach von Festpreis die Rede. Also was ist das denn? Also, ich habe einen Festpreis. Da sage ich eigentlich diese definierte Leistung oder diese Menge von Personal. Also ich kann ja auch, sagen wir mal, 5 Leute über 5 Wochen zu einem Festpreis verkaufen an meinen Auftraggeber. Da kann ich sagen, typischerweise, dass diese Leistung kostet einen definierten Preis. Und wenn ich die Leistung erbracht habe, kriegt der Auftraggeber eine Rechnung genau über diesen Preis. Das ist ein klassischer Festpreis. Man könnte auch sagen, garantierter Maximalpreis. Ich könnte ja den natürlich dann, falls es Leistungsminderung gibt, natürlich auch durchaus eine kleinere Rechnung stellen. Aber laut BGB darf ich quasi den vollständigen Betrag abrechnen.
Wenn ich einen Festpreis mache, muss ich natürlich die zu erbringende Leistung genau beschreiben, denn sobald ich vage bin und die Leute, also Auftraggeber und Auftragnehmer sich nicht mehr einig sind, gibt es sicherlich auch Streit darüber, ob die definierte Leistung überhaupt erbracht ist. Zweites Modell ist Time and Material oder ein Aufwandsprojekt. Da vermietet der Auftragnehmer einfach Personal in gewisser Menge und beziehungsweise erarbeitet auch man kann durchaus auch einen Werkvertrag so machen, dass man den nach Aufwand abrechnet. Also ich verspreche eine Leistung und der Auftraggeber kriegt nachher eine Rechnung über die erbrachten Leistungen und nicht und kriegt höchstens den Festpreis genannt als Festpreisdeckel. Dass man sagt, ich rechne nach Aufwand ab und wenn die Leistung fertig ist, kriegst du das als Abschlussrechnung und es wird maximal so und so teuer. Das wäre sogar so ein Mischmodell. Aber also ganz, ganz klassischer Time and Material ist ganz klassisch und sehr, sehr angenehm, weil man natürlich einfach jede Stunde, die man reinsteckt, bezahlt bekommt. Es gibt weitere Modelle, gerade in agilen Methoden. Also man kann jetzt alles Mögliche an erbrachten Leistungen einfach mit einem Preis versehen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ihr kriegt ein Story pro Story Point Geld und also man versucht jetzt irgendwie sozusagen die erbrachte Leistung anhand von Story Points zu messen und vergütet die mit N Euros. Also jeder abgenommene Story Point oder jeder gelieferte Story Point ist da darf man dann dafür eine Rechnung stellen als Beispiel. Oder man versucht andere Preismodelle zu finden. Das hängt jetzt so ein bisschen ab von dem Geschäftsmodell des Auftragnehmers. Also man könnte auch durchaus sagen, man baut die Anwendung hin, der Auftraggeber verkauft die an seine Kunden und man teilt sich den Gewinn. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Also man kann sich auch ein beliebiges anderes Geschäftsmodell überlegen, auf dessen Grundlage der Auftragnehmer dann Geld für seine Leistung erhält. Also man muss jetzt nicht zwingend einen Werkvertrag oder einen Time-and-Material-Vertrag machen. Es gibt durchaus andere flexible Beauftragungsmodelle. So, das war jetzt mal der Versuch dieses Video, das mal so ein bisschen aufzudröseln, was es gibt. Jetzt haben wir also Werkverträge gesehen, wir haben Dienstverträge gesehen. Dazu dann, welche Varianten gehen mit agilen Methoden, welche gehen mit plangetriebenen Methoden. Und wie gesagt, viele der Ursachen oder der Kritikpunkte aus plangetriebenen Modellen kommen eigentlich daher, dass man die nach Werkverträgen abrechnet und da gewisse Zwänge einfach hat, die man eventuell in anderen Kontexten bei der Produktentwicklung beispielsweise nicht hätte. Und davon unabhängig ist das Bezahlmodell. Wie gesagt, da sind die beiden Klassiker Festpreis und Time and Material oder ein Aufwandsprojekt. Und es gibt weitere Modelle, wie Auftraggeber und Auftragnehmer gleichzeitig ein Modell konstruieren können, von denen beiden einen Nutzen haben. Also am Ende des Tages versucht ihr ja als Auftragnehmer oder als Auftraggeber zusammen mit dem jeweils anderen Vertragspartner ein Modell zu finden, das beide vertraglich in dieselbe Richtung ziehen. Also das heißt, beide sollen ja von dem Projekterfolg einen Vorteil haben. Und je mal stärker man das harmonisieren kann, desto besser ist es. Also lohnt es sich, in diese Konstruktion der Verträge ein bisschen Zeit reinzustecken, dass das Anreizsystem für beide Parteien in die richtige Richtung zieht. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Dann würde ich mir die Details von so einem Angebot nochmal anschauen und überhaupt die Frage mal angehen, was sind eigentlich gute Dokumente? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.